Lehrte Mike Alpha, drehe in rechten Gegen an Flugpiste 09. Ja, Delta Alpha, wir kommen jetzt auch im rechten Gegen an Flug 09, in Flughöhe 700 Fuß. Jo, ich sehe das gerade, das müsste von der Distanz gut sein, soweit kein Problem. Ist der vor mir oder hinter mir? Der ist vor Ihnen, du müsstest gleich in Querenflug drehen. Okay, dann mache ich langsam hier. Jo. Langhaul-Information, Seeking 87 im rechten Fernflug, Piste 08. Ah, das ist Norderney hier. Ja, sorry, Norderney. Willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020. Und ja, Captain Crispy nimmt euch heute mit. Es ist Event-Tag, es ist der Wattger VFA Overload-Tag. Das heißt, das findet einmal alle 8 Wochen statt, organisiert von der deutschen Wetsim-Abteilung. Und da werden mal die kleinen Flugplätze in einem gewissen Gebiet alle besetzt. Und ja, da kann man mal das üben, was so die Piloten in echt deutlich häufiger machen. Die landen nämlich mit ihrer Hyper Arrow nicht so häufig in Bremen oder München, weil das ganz schön teuer ist. Sondern die fliegen halt eher die kleinen, unkontrollierten Plätze an und ab. Und das machen wir hier heute auch. Unkontrolliert heißt, wir haben hier zwar jemanden am Boden sitzen, der versucht uns so ein bisschen zu unterstützen. Er gibt uns aber keine Freigaben. Wir sind selber dafür verantwortlich, zu rollen, zu starten, zu landen. Wir geben immer schön durch, wo wir sind und was wir vorhaben. Und kriegen dafür ein paar Informationen zu anderem Verkehr in der Platzrunde. Kriegen Wetterinformationen, QNH-Informationen, welche Piste aktiv ist. Aber das sind halt alles Informationen, keine Freigaben. Ja, wir sind also live verbunden auf Wetsim. Ich höre hier auch schon irgendwo einen Flieger anrauschen. Da kommt er gerade. Genau, wir stehen hier gerade in Wilhelmshaven. Und ich zeige euch das einmal hier auf der Karte. Also hier ist Wilhelmshaven. Wir stehen hier auf dem Jade-Weser-Airport. Ist ein unkontrollierter Platz. Und danke fürs Subscriben. Ist ein unkontrollierter Platz, befindet sich aber in einer Radio Mandatory Zone. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Funkkontakt herstellen. Und wir werden hier starten. Der Wind kommt von Süden, also gehe ich davon aus, dass wir hier auch Richtung Süden starten. Dann verlassen wir die Platzrunde und fliegen hier nach Norden an Wilhelmshaven vorbei. Immer Richtung Norden bis hier zu den Friesischen Inseln. Da überfliegen wir Wangerooge. Und ich weiß nicht, welche Insel das ist. Und dann haben wir unseren ersten Zwischenstopp hier auf Langeoog. Man verzeihe mir die Aussprache, ich bin kein geübter Friese. Da machen wir Aufsetzen, Durchstarten. Dann geht es nur 10 Meilen weiter rüber nach Norderney. Aufsetzen, Durchstarten. 5 Meilen südlich, Norden, Norddeich. Aufsetzen, Durchstarten. 6 Meilen weiter nach Jüst, spricht man das, glaube ich, aus. Aufsetzen, durchstarten und von da aus geht es dann zurück, ganz gemütlich, hier an Aurich vorbei, zurück nach Wilhelmshaven. Das heißt, wenn es gut läuft, kriegen wir heute 5 Starts und Landungen in unser Logbuch eingetragen. Und da kommt der Kollege angerollt. Ja, es ist einiges in der Luft. Ich kann es euch ja mal kurz auf Wetspy zeigen. Also hier seht ihr die ganzen Plätze, die besetzt sind. Wir sind hier in Wilhelmshaven und hier die ganzen kleinen Flieger. Alles, was so mit einem D anfängt oder mit einem FR, das sind nämlich die Friesenflieger. Davon sind hier auch einige unterwegs. Und dann mal gucken, der Turm hier, habe ich den überhaupt nicht in meinem Plan? Wangerooge? Den fast übersehen. Guck mal, ist auch besetzt. Ist auch der Turm online? Eckgedeutet, ja. Mensch, dann nehmen wir den doch noch mit dazu. Leider kann man hier in den Navigraph-Charts immer noch nicht angeben, also dass man hier einen Flughafen direkt noch anfliegen will oder einen Flugplatz. Aber gut, dann haben wir ja noch einen Stopp mehr. Mal gucken. Wir gehen das alles schön gemütlich an. Notfalls drehen wir ein paar Kreise, damit ich immer noch Zeit habe, mir die Karten anzugucken. Damit ich auch weiß, wo wir tatsächlich hin wollen und hin müssen. Schöne hier im Navigraph-Chart zeigt mir halt auch immer die Platzrunden mit der passenden Höhe an. Deswegen
Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen, wie es läuft. So, ich bin im Flieger. Das ganze Thema Fliegen an unkontrollierten Plätzen ist auch immer noch für mich nicht ganz neu. Ich habe es schon mal trainiert, aber und ich kenne die Theorie, aber es ist immer noch nichts, wo ich Routine drin habe. Deswegen verzeiht mir irgendwelche Fehler. Ich bin dankbar für Kommentare. Wenn ihr das gerade auf YouTube seht und da noch einen Hinweis habt, bin ich da immer dankbar für. Ich lerne da gern noch dazu. So, wir checken einmal kurz. Die Parkbremse ist angezogen. Die Flight Controls funktionieren, werden aber wahrscheinlich... Moment. Nicht so funktionieren, wie ich möchte. Ganz kleinen Moment. Dann muss ich hier nämlich einmal kurz die Steuerung umstellen. Wir sind nämlich nicht mehr mit einem Turboprop unterwegs. So, Schub, Propeller, Mixture. Passt. Dann, die Magnetos sind off, die Batterie kann an. Wir sollten so halb voll getankt sein. Ja, links, rechts, halb voll, das passt. Wir schalten hier schon mal das Licht ein. Und der Propeller ganz nach vorne. Mixture ist idle. Wir geben ein bisschen Schub, nicht zu viel. Kurz die Lautstärke hier noch anpassen für mich. Passt. Den Alternator schalten wir an. Beacon Light habe ich gar nicht. Fuel Pump auf Low. Fuel Selector auf den vollsten Tank, der ist hier. Das hier müssen wir noch einmal runterstellen. So, Mixture einmal Rich. Fuel Pressure haben wir, Fuel Flow haben wir. Und dann den Starter betätigen. Läuft. 1400, 1500 Umdrehungen hätte ich jetzt gern. So, Öldruck ist grün, Temperaturen sollten langsam steigen. Ja, ein bisschen Schub rausnehmen. Okay. So, die Navlights haben wir an. P2Heat, ich weiß gar nicht, was haben wir für eine Temperatur? Ja, knapp an 10 Grad. Wir schalten es mal vorsichtshalber an. Schaden wird es nicht. Den Transponder schalten wir an. Da noch ein kurzer Hinweis zu. Wir stehen hier in Wilhelmshaven und hier drumherum um das ganze Gebiet ist noch eine Transponder Mandatory Zone, eine TMZ ab 2500 Fuß. Ich plane auf 2000 Fuß und damit da drunter zu bleiben. Deswegen kann ich hier einfach weiter VFR squawken. Braucht nichts anderes. Radius und NAV. Wir schalten mal hier ein Echo Data Whiskey India 129,250. Da höre ich schon den nächsten Flieger ankommen. Zug verlängern, Delta Zero Hotel. Delta Echo Tango Oscar, im Fernflug zur Position. Delta Echo Oscar, verstanden. Wind 180 Grad, 6 Knoten. Ja, ist schon ganz schön voll. Delta Alpha Juliet, kurzer Landflug bis 2-0. Delta Alpha Juliet. Und Delta Sierra Hotel, dann jetzt in den rechten Querflug zur Piste 2-0. Rechten Querflug zur Piste 2-0, Delta Sierra Hotel. Gut, ich weiß jetzt noch nicht, wer davon jetzt hier Info ist und wer die Piloten sind. Aber mal gucken. So. Delta Echo Oscar im anderen Flug zur Piste 2-0. Da ist noch einer gelandet. Ja, die kommen hier gerade alle an. Okay, dann sind wir eigentlich schon soweit. Delta Alpha Juliet, wer kettet nach rechts auf die andere Piste?
Delta Alpha Juliet. Transponder ist set. Und Delta Sierra Hotel, der Wind 170 Grad, 7 Knoten. Bravo, Piste 20. Delta Sierra Hotel verstanden. Friesen 16, bitte nochmal wiederholen, wir haben zwei Stationen. Wir rollen vom Tanken zum Rollbahnanbindung Bravo, Piste 20, weiter Flug VfR nach Bremen. Friesen 16, verstanden. So, dann sind wir mal dran hier. Delta Echo Oscar vacated nach rechts. Delta Echo Oscar. So. Wilhelmshaven Info, hallo, die Delta Echo Papa Mike Alpha. Delta Echo Papa Mike Alpha, Wilhelmshaven Info. Delta Echo Papa Mike Alpha, eine Piper Turbo Arrow hier in der Nähe der Tankstelle geparkt auf einen VFR-Lokalflug, bitte Abfluginformationen. Delta Mike Alpha, wir haben die Piste 20 in Betrieb, der QNH 996 und aktuell eine weitere Maschine im Anflug. Aktive Piste, die 20 QNH 996, Delta Echo Papa Mike Alpha. So, damit haben wir die ganzen Informationen. So, hier sind eine ganze Reihe an Fliegern. Der da hinten. So. Christoph 26, moin, Wilhelmshaven Info. Request departure, destination is Farrell, and request to cross your IM set. Christoph 26, roger, we currently have traffic, three aircraft, and that's all. Three aircraft in your sector, copy. Christoph 26. So, jetzt muss ich kurz auf die Karte gucken. Wir rollen jetzt zum Rollhalt Piste 20 über Bravo. Und Friesen 96, der Wind 160 Grad mit 5 Knoten. Delta Mike Alpha, rolle zum Rollhalt Piste 20 über Bravo. Delta Mike Alpha. So, auf geht's. Also wie ihr hört, wir kriegen keine Freigaben, wir sagen einfach, was wir tun und koordinieren uns. Also das Wichtige hier ist halt, wir koordinieren uns mit den anderen Piloten. 796, roll auf Piste 20. Friese 96, verstanden, bitte dann noch kurz verzögern. Der Rettungshelikopter quert gleich den Abflugsektor. So, Parkbremse wieder rein. So. Dann können wir unsere Groundchecks machen, während der ja noch wartet, bis irgendwie ein Rettungshelikopter kommt. Ist der Helikopter noch in der HMZ? Friesen 96 positiv. So, 2000 Umdrehungen hätten wir jetzt gern. Friesen 96 und jetzt ist schon drüber raus, dementsprechend kein Faktor mehr. Starte bitte zu 0, Friese 06, Dankeschön. Gerne, geh schnell. Ja, ich so. Gesehen, die Umdrehungen fallen ab. Hätte auch melden können, ne? Wieder auf beide. Wir schalten einmal die Treibstoffpumpe aus. Läuft noch alles. Wir schalten nur auf die rechten Magnetos. Die Umdrehungen fallen ab. Und steigen wieder. Der Propeller. Delta Echo Oscar. Macht, was er soll. Und ich mache eine kurze Pause, disconnecten und sind in 30 Minuten wieder da. Tschüss. Jo, bis später. Und ciao. Trümmung set für Takeoff. Passt. So, ist der Kollege schon gestartet?
Delta Mike Alpha am Rollhalt, Piste 2.0, abflugbereit. Delta Mike Alpha, der Wind 1.0 Grad, 6 Knoten und die Friese 9.6 vor euch. Delta Mike Alpha verstanden, halte Ausschau nach dem Verkehr und rolle auf Piste 2.0. Delta Mike Alpha dreht jetzt gerade ab in einem Querabflug. Delta Mike Alpha. Delta Sierra Hotel, erlauben Sie den Überroll von Piste 1.6 über Charlie? Delta Sierra Hotel, gar kein Thema. Positiv. Delta Sierra Hotel, verstanden. So. Sierra 6, eindringen, Gegenanflug 2.0, aufsetzen, durchstarten, anschließend weiter nach Bremen. Sierra 9.6, verstanden. Delta Mike Alpha, starte vom Piste 2.0. Delta Mike Alpha, verstanden. So, wir dürfen auf 800 Fuß steigen in der Platzrunde. Das machen wir dann auch gleich mal. Und wie gesagt, verlassen dann die Platzrunde. Hoppala. 80 Knoten. Fahrwerk. Und wir verlassen dann die Platzrunde quasi im Gegenanflug. Nur ein bisschen Schub reduzieren, so ist besser. So, 800 Fuß haben wir. Ich nehme mal Schub raus, ganz so schnell müssen wir dann nicht unterwegs sein. 6, Eintritt, Queranflug, 2.0, aufsetzen, durchstarten. Friese 9.6, der Wind 1.0 Grad, 6 Knoten, eine weitere Maschine gerade im Querabflug. Korrekt. Oh, hier das Gebiet dürfen wir nicht überfliegen. Da halten wir uns noch schön drüber weg. Da ist der Platz, jetzt haben wir da auch einen Blick drauf. Den anderen Verkehr sehe ich leider nicht, der sich da meldet. Delta Mike Alpha, verlasse die Platzrunde und drehe auf Kurs Richtung Nordosten. Delta Mike Alpha, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bis später, Delta Mike Alpha. Delta Sierra Hotel, danke für den Service. Bin Anfänger, sorry. Das ist überhaupt gar kein Problem, Delta Sierra Hotel. Wir alle mussten es lernen. Bis dahin. Richtig, das ist die richtige Reaktion vom Tower. Friesen 96, Endanflug 2.0. Friesen 96, verstanden. So, dann haben wir es jetzt ein bisschen entspannter. Wir sind noch in der Radio Mandatory Zone. Deswegen bleiben wir hier auch kurz noch. Wir haben ja jetzt den Blick auf Wilhelmshaven. In echt müsst ihr euch noch ein paar mehr Schiffe hier vorstellen. So, und dann steigen wir mal ein bisschen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Strecke vor uns. Der Delta Mike Romeo, danke für das Tour. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Delta Mike Alpha, verlasse die Frequenz. Delta Mike Alpha, verstanden, bis nachher. So, ich schalte mal kurz auf Unicom und steige auf über 1000 Fuß, dass wir aus der Radio Mandatory Zone hier raus sind. Aber bleibt unter 2000, dass wir nicht in die Transponder Mandatory Zone reingeraten. Hier die Schleusen zum Hafen hin. Ich glaube, hier müsste auch der Militärhafen sein von der Marine.
Hier kann man nämlich schöne Hafenrundfahrten tatsächlich machen. Da wird man dann, kann man dann hier von dem Hafen einmal eine Tour machen. Hier meine ich, wie gesagt, die Ecke, wo eigentlich die Marine ihre Schiffe parkt. Und hier entlang hat man dann jede Menge Terminals. Irgendwo hier müsste, glaube ich, auch das neue Gasterminal sein, wenn ich mich nicht täusche. LNG-Terminal, was gebaut wurde. So. Gut, Wilhelmshaven haben wir hinter uns gelassen. Ich gebe mal ein bisschen mehr Schub. Die Umdrehung können wir ein bisschen reduzieren. Das muss nicht mehr ganz so anstrengend sein. Ich habe vollkommen meine Beleuchtung vergessen. Das ist ganz schön peinlich. Aber gut. Ja, hier sieht man auch so, das sieht auch schon aus nach Gasspeicher, ne? So, 2000 Fuß möchte ich jetzt gerne halten. Und wir können unsere Treibstoffpumpe auch ausschalten, die brauchen wir gerade nicht mehr. So, wir reduzieren mal den Schub ein bisschen und die Umdrehungen. 2300 sind mehr als ausreichend. Und die Mixture können wir auch ein bisschen abmagern. Ja, Peak-Temperatur hätte ich hier gern. Und dann versuchen wir unsere 2000 Fuß zu halten. Und vor uns ist dann jetzt gleich, muss ich immer darauf achten, was ich hier, was wir hier haben, Wangerooge. Das ist welcher Code? Echo Delta Whiskey Golf. Den stelle ich mir mal hier kurz als GPS ein, damit ich eine Ahnung habe, wie weit das weg ist. Hat nämlich leider kein VOA oder sowas. Echo Delta Whiskey. Golf, Wangerooge. 12 Meilen nur noch. Oh ja, da vorne ist es. Das müsste die Insel sein. So, 800 Fuß. Dann gucken wir mal, dass wir da die richtige Frequenz kriegen. Echo Delta Whiskey Golf 122,4. Abs Delta Echo Fox Romeo Mike. So. Delta Echo Oscar, der Wind 180 Grad mit 7 Knoten. Man sagt 0 Grad, 7 Knoten, klingt doch perfekt. Da können wir doch auch landen. Delta Echo Oscar, Rolle auf die Piste 09, vielen Dank. Wangerooge Info, Delta Echo Papa Mike Alpha. Delta Echo Papa Mike Alpha, Wangerooge Info. Delta Echo Papa Mike Alpha, VfR Lokalflug aus Wilhelmshaven, aktuell 2000 Fuß und ca. 10 Meilen südöstlich von Wangerooge zum Aufsetzen und Durchstarten. Delta Mike Alpha, aktuell aktive Piste die 09, Kohlenhaven-Mundhafen 0996, eine Maschine abfliegend von wo gerade? Aktive Piste 09, QNH 996, sinke auf 800 Fuß und fliege dann in den linken Queranflug Piste 09, Delta Mike Alpha. Delta Mike Alpha, negativ, bei uns ist im Moment die Rechtsplatzrunde aktiv, die Linksplatzrunde oder die Platzrunde gibt es hier bei der 09 nicht. Alles klar, dann in die rechte Platzrunde, Queranflug Delta Mike Alpha. Stimmt. 09. Romeo Mike, Rolle zum Rollleiter Piste 09. Gut, dann sinken wir mal.
Delta Romeo Mike, das verstanden. Da habe ich mich gerade mit den Pisten vertan. Aber macht ja nichts. Nur, wir machen mal langsamer. Da hinten sehe ich auch einen Flieger. Den Flugplatz sehe ich nur noch nicht ganz. Hoppala, da sind wir gerade ganz schön steil am Sinken. So. Den anderen Flieger sehe ich jetzt schon wieder nicht mehr. Machen wir schön langsam. Wir müssen hier nicht kein Wettrennen gewinnen, deswegen gebe ich nicht so mega viel Schub. Je langsamer wir fliegen, desto mehr Zeit haben wir nämlich auch zum Gucken und Reagieren. Wir machen die Umdrehung schon wieder mal auf Maximum. Und die Mixture auf voll. So, der Platz müsste da irgendwo sein. Sehen aber noch nicht. Ja, irgendwo. Ich glaube, da ist das Gebäude. Delta Romeo Mike, Rollhalt Piste 09. Mhm. Delta Romeo Mike gewinnt 190 Grad mit 7 Knoten. Delta Mike Alpha, rechter Queranflug Piste 09. Sorry, da habe ich dazwischen gefunkt, das wollte ich nicht. Delta Mike Alpha, ich sehe Sie im rechten Gegenanflug der Piste 09. Korrekt, rechter Gegenanflug, sorry, Delta Mike Alpha. So, Fahrwerk. Wir fahren auch Delta Romeo Mike, Start auf Piste 09. Das kann er auch gute Dingens noch tun. Wir drehen jetzt mal. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Piste hier irgendwo finde. Morgen vor die Solo-Linie von Foxtrot Kilo Juliet nochmal. Solo Unifonky, Foxtrot Kilo Juliet, Vogelinfo, moin. Solo Unifonky von Foxtrot Kilo Juliet am Vorfeld, zwei Personen nach Jüst, wir rollen zu 09. Und Solo Kilo Juliet, Uniform, aktive Piste ist auch noch die 09, QNH ist die 0996 aus Wittmundhafen. 0996, Solo Unifonky von Foxtrot Kilo Juliet. Delta Mike Alpha, Endanflug, Piste 09. Delta Mike Alpha, der Wind 190 mit 7 Knoten. Delta Mike Alpha, setze auf und starte durch. Boah. Ein bisschen langsam und hier stehen echt fiese Bäume. Und der Wind ganz schön doll fies. Boah. Uiuiui. Ui. So, da sind wir unten. Boah, da hatte ich ja gerade ganz schön zu kämpfen mit dem Wind und so. Uiuiui. Delta Romeo Mike, verlasse die Platzrunde in südlicher Richtung. So. Delta Fahrwerk. Romeo Mike, vielen Dank für das Fliegen von unten nach Woge. Fiss auf 119,825 möglich. Und klappen. Vielen Dank für den Service. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Das war gerade heftig. Da hat mich irgendwie der Wind so rüber geblasen auf einmal. Uniform, der Wind 180 Grad mit 7 Knoten, eine Maschine im Abflug der Piste 09. Die Zulu Kilo Julia, wir sind noch nicht ganz fertig. Delta Mike Alpha, rechter Querabflug Piste 09, verlasse die Platzrunde Richtung Süden. Delta Mike Alpha, vielen Dank für das Fliegen nach Vogue. Auch für Sie ist es möglich auf 119,825. Danke für die Info und vielen Dank für den freundlichen Service, Delta Mike Alpha. Und die Zulu Kilo Juliet bald auf 09 startet. So. Also wenn das beim nächsten Mal genauso schlecht läuft, dann mache ich dann nochmal eine Platzrunde und dann versuchen wir das nochmal, weil das kann ja nicht sein, dass das so heftig schief geht. Hui. Okay, einmal tief durchatmen. Und auf zum nächsten Flugplatz. Nächster ist die übernächste Insel, Langeoog. Echo Delta Whiskey Lima. Da fange ich jetzt nicht an, hier irgendwas für einen Reiseflug bereit zu machen. Sondern wir geben das hier mal direkt eben kurz ein. Woge Info, Friese 93, moin moin. Friese 93, Woge Info, moin. Friese 93, Cessna 172, VFR von Helgoland nach Woge zum Aufsetzen und Durchstarten. 1000 Fuß, 12 Meilen nördlich des Platzes, bitte Anfluginformation. Aktive Piste, die 09 QNH und Hafen 0996 und eine Maschine gerade im Abflug der 09. Bitte beachten Sie, dass der Überflug der Insel natürlich wie immer über oberhalb von 2000 Fuß erfolgen muss. Friese 93, Piste 09, QNH 0996, Überflug über die Insel 2000 Fuß und höher. Friese 93. So, okay, also, dann Langeoog ist das nächste. Leite mich mal hier so über Meer. Und da wird dann wahrscheinlich auch die 09 oder 05 haben wir hier aktiv sein. Wir halten mal auf die Frequenz. Echo Delta Whiskey Lima. Solo Kilo Juliet verlässt die Platzrunde nach oben. Viel Spaß noch, ciao. Zulu Kilo Juliet, vielen Dank für das Fliegen von und nach Woga. Auch für die Delta ist möglich, ein Wert 2,8. 112.025. Vielen Dank, ciao. Ja, FIS ist möglich, brauche ich aber gerade nicht, weil wir so viel hier am Starten landen sind. 025. 112. 122 025 GDWL Langeoog Info. Ja. Gut. So, Platzrundenhöhe hier ist 800 Fuß und wir haben entweder eine Rechtsplatzrunde für 05 oder eine links für 2-3. Und lange auf Info, Delta als Inform, und geht jetzt zu Personen nach Nordanei. Ich nehme an, Piste 2-3 ist noch in Betrieb. Tja, Delta Alpha Uniform, genau. Weiterhin die Piste 2-3, das QNH unverändert 996. 2-3. Da wieder vom Rollen Bonn, Piste 2-3. Langeoog Info, Delta Echo Papa Mike Alpha. Delta Echo Papa Mike Alpha, Langeoog Info, guten Abend. Delta Echo Papa Mike Alpha, moin, ein VFR Lokalflug aus Wilhelmshaven, aktuell 1500 Fuß, circa 10 Meilen südöstlich der Insel zum Aufsetzen und Durchstarten.
Ja, Delta Echo, Papa Mike Alpha, das ist verstanden. Die aktive Piste 2-3, das QNH 996, derzeit kein Verkehr in der Platzrunde. Aktive Piste 2-3, QNH 996, sinke auf 800 Fuß und fliege in die Platzrunde in den Gegenanflug. Korrektur, doch, Gegenanflug ist richtig, Delta Mike Alpha. Delta Mike Alpha, hast verstanden. Lange und Information, hallo, der Seeking 87. Und so war ich gerade wieder verwirrt, Gegenanflug. Lange und Info, moin. Gegenanflug, Queranflug. Seeking 87 befindet sich jetzt im Queranflug auf Piste 05 zur Landung. 05, das ist aber nicht falsch. Seeking 87, die aktive Piste ist bei uns die 2-3, das QNH 996. Dann Seeking 87 im rechten Queranflug auf die Piste 2-3. Seeking 87, das ist verstanden. Ein weiterer Verkehr aus dem Osten kommt. Letzte Meldung, 10 Meilen südöstlich, 1500 Fuß, sinkend auf 800 Fuß. Seeking 87. Ja, ich glaube, ich sehe den Kollegen da hinten. Also, Delta Info, wir warten dann hier im Vollwert, das schaffen wir nicht mehr. Delta Alpha Uniform, das ist verstanden. Ansonsten, Delta Info kann ich über das Gras Wollert zum. Abflugpunkt rollen quasi, aber nicht auf die Piste, bald links daneben. Delta Alpha Uniform, das ist kein Problem, können Sie so machen. Okay, dann rolle ich aufs Gras hier links. So, ich möchte aber trotzdem gerne in den Gegenanflug tatsächlich. Einfach deswegen, damit ich den Flughafen und die Piste mir anschauen kann, bevor wir da landen. Ich habe da sogar zwei Flieger vor mir. Durch die Windschutz oder durch den Sonnenschutz sieht man die ganz gut tatsächlich. So, irgendwo in der Richtung müsste der Flugplatz liegen. Da, so in dem Gebiet. Wir machen mal langsamer. Und ein bisschen höher. Liegt da was? Nee. Und der Seeking, die Masse befindet sich nun im Endabflug auf die Piste 2-3. Doch, dann habe ich da doch was gesehen. Seeking 87, das ist verstanden. Die Piste ist... Yep, Piste ist frei, der Wind aus 170 Grad mit 1-2 Knoten. Seeking 87. Ja, Alpha Uniform, wir halten hier im Gras rechts am Weg. Alpha Uniform, danke. Delta Mike Alpha, drehe in Gegenanflug, Piste 2-3. Delta Mike Alpha. Ja, ja, Fahrwerk raus. So, den anderen Verkehr habe ich gerade noch nicht gesehen. Da hinten ist die Piste. Ja. Delta Mike Alpha, drehe Endanflug, Piste 2-3. Delta Mike Alpha. So, ich habe jetzt noch nichts gehört von dem Verkehr. Und der Seeking 87, wir können doch auf dem Wege verstanden. Jo, Seeking 87, das verstanden. Dann schweben Sie einfach zum Helipad. Helipad ist leer. Delta Mike Alpha, die Piste ist dann frei. Der Wind aus 170 Grad mit 1,3 Knoten. Delta Mike Alpha verstanden. Setze auf und starte durch.
So, das sieht doch auch schon viel stabiler aus als vorhin. So, und Delta Alpha Uniform, vielen Dank fürs Warten. Nach der nächsten Maschine ist die Piste frei. Ja, Delta Alpha Uniform, nach dem 7. Verkehr, Reusen ab zum Punkt Piste 2-3 dahinter. Ja, ich spendiere das nächste, bei nächster Gelegenheit ein Bierchen für den armen Verkehr, der da jetzt so lange warten musste. Ja. Opa. Lange Info, Friese 5.0 November. Friese 5.0 November, Lange Info, hallo. Da sind wir schon wieder in der Luft. Friese 5.0 November, bitte Funksprechprobe. Ja, Friese 5.0 November, jetzt Verständigung 5 von 5. Ja, verstehe Sie auch 5 von 5. Ja, Diabiro 160 aus dem Vorfeld, 2 Personen nach Norderney. Ja, Piste 2-3 habe ich gehört. Friese 5.0 November, so korrekt, aktiv weiterhin die Piste 2-3, das QNH 996. Meine Güte, ist das hier ein Wackelorgel gerade? Piste 2-3, Friese 5.0 November. Uiuiui. Höhe vom Startet, Piste 2-3. Tutent 170 Grad, 1-2 Knoten. Oh oh, da hängt der Simulator. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Doch, da ist wieder. Puh. Delta Mike Alpha, drehe in den Querabflug Piste 2-3 und verlasse die Platzrunde Richtung Süden. Delta Mike Alpha, hast verstanden. Und Seeking 87 Rolls AirTaxi zur Aktivierung. Da ist der Kollege hinter mir. Seeking 87. So. Friese 5. November am Roller der Piste 2-3. Roll auf die Piste zum Abflugpunkt Piste 2-3, falls kein anderer Verkehr gemeldet. Friese 5.0 November, das sieht gerade gut aus. Sie können gerne starten, der Wind 170 Grad, 1-3 Knoten. Rolle zum Abflugpunkt der Piste 2-3, Friese 5.0 November. Und Delta, alles wieder vor, ich verlasse diese Frequenz und die Platzrichtung Südwesten. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Delta Alpha Uniform, vielen Dank fürs Fliegen, guten Weiterflug. Delta Mike Alpha, verlasse die Frequenz, vielen Dank für den freundlichen Service. Delta Mike auch, Alpha, auch vielen Dank. Guten Weiterflug. So, gut. Nächste Insel. Lange Info. Delta Echo Bravo Kilo Alpha. Nächste ist für uns Norderney. Delta Bravo Kilo Alpha, Lange Echo Info. Delta Whiskey Yankee. Delta Echo Bravo Kilo Alpha, Aquila Alpha 210, eine Person VFR nach 122.6. Ja, bitte Startinfo. Delta Echo Bravo Kilo Alpha, die aktive Piste 2-3, das QNH 996. QNH 996, aktive Piste, die 2 Uniform verstanden. Oh, richtiger Marathon hier. Stilo 9, das QNH 996. So, 09 ist aktiv, habe ich gerade gehört. Und 996. Bitte wiederholen Sie. Delta Alpha Uniform, aktive Piste 09, das QNH 996. 96 QNH und aktiv ist 09 Delta Alpha. So, Norderney ist schon direkt da. So, hier haben wir zum Arrival, dürfen wir hier nur rüber einfliegen und darüber ausfliegen. Auf 700 Fuß. Und die Delta Lango X-Ray dreht den rechten queren Flug Piste 09. Ein weiteres Mal aufsetzen, durchstarten. Delta Lango X-Ray, verstanden. So, wir sind wie weit noch entfernt? 5 Meilen. Norderney Info, die Delta Echo Papa Mike Alpha, schönen guten Abend. Delta Echo Mike Papa Alpha, Norderney, hallo. Delta Echo Papa Mike Alpha, ein VFR Lokalflug aus Wilhelmshaven zum Aufsetzen und Durchstarten, aktuell 5 Meilen südöstlich von Norderney auf 1000 Fuß. Delta Mike Alpha, verstanden, das QNH 996 aktiv ist 09. QNH 996, aktive Piste 09. Fliege dann in den rechten Gegenanflug Piste 09, Delta Mike Alpha.
Jo, Delta Tango X-Ray, der Wind 170 Grad 6 Knoten. So, da ist Piste 09, ist hier als auch 08 markiert. Und wir drehen dann also nach links diesmal. Abflug bereit. Frise 147, der Wind 170 Grad 6 Knoten. Frise 147, rolle auf die Piste und starte. So, wir sinken mal auf 700 Fuß. So wie es in der Karte eingezeichnet ist. Und diesmal sehe ich, glaube ich, sogar die Piste schon. Da ist sie, meine ich. Kann man sich gut an dem Leuchtturm da orientieren. Der steht da nämlich direkt am Flugplatz. Da ist der Flugplatzgebäude, so wie es aussieht. Habe ich Bescheid gesagt zum Aussetzen und Durchstarten? Weiß es schon nicht mehr. So, die Delta Tango X-Ray ist im rechten Querabflug der 09. Wir würden die Platzrunde weiter nach Süden und nach oben verlassen. Ja, Delta Tango X-Ray, verstanden. Schildflug dann. Ja, aufpassen auf mich. Ja, vielen Dank, tschüss. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Wir machen schon mal langsamer. Ich werde gerade ausschauen nach dem Verkehr. Ich versuche die 700 Fuß zu halten. Frise 147 verlässt die Platzrunde Richtung Osten. 147 verstanden. Schönen Flug. Schönen Abend. Danke und schönen Tag noch. Frise 147. Wir verlassen die Platzrunde Richtung Westen. So, ein bisschen mehr Schub brauche ich aber hier, sonst wird das nix. Delta Mike Alpha, drehe in rechten Gegenanflug, Piste 09. Ja, Delta Alpha, wir kommen jetzt auch im rechten Gegenanflug 09, in Flughöhe 700 Fuß. Jo, ich sehe das gerade, das müsste vor allem von der Distanz gut sein, so soweit kein Problem. Ist der vor mir oder hinter mir? Der ist vor Ihnen, du müsste gleich in Queranflug drehen. Okay, dann mache ich langsam hier. Jo. Langung Information, Seeking 87 im rechten Fernflug, Piste 08. Ah, das ist Norderney hier. Ja, sorry, Norderney. Schade, das hole ich mir. Ja, Delta Mike Alpha, drehe in rechten Queranflug, Piste 09, sehe aber keinen Verkehr. Ja, Delta Mike Alpha, der Verkehr müsste jetzt auf Ihrer 4 bis 5 Uhr Position sein, kein Faktor für Sie. Der Wind 170 Grad, 6 Knoten. Delta Mike Alpha verstanden, setze auf und starte durch Piste 09. So. Dann ist aber kein Lokalflug mehr. Delta Alpha, Uniform, sagen Sie nochmal. Delta Uniform dreht jetzt. Ist das dann kein Lokalflug mehr? Das ist ja gut, danke für die Info. Uniform, ja, das passt bei dem Verkehr voraus. Sie müsste jetzt auf Ihrer 3 bis 4 Uhr Position sein. Der Wind 170 Grad, 6 Knoten. Ja, Delta Uniform, verkehren sich, Nummer 2. 09. Also, wenn mich da jemand korrigieren kann in den Kommentaren, bitte. Ich dachte, Lokalflug heißt einfach nur, ich starte und lande am gleichen Flughafen endgültig. Weil ich hier nur aufsetze und durchstarte, hätte ich gedacht, dass es trotzdem ein Lokalflug ist. Ja, ganz schön windig. Das wäre fast schief gegangen. Schub. Fahrwerk und Klappen. Und dann das Flug 09, Leute, das Uniform. Delta Alpha Uniform, der Wind 180 Grad, 5 Knoten.
Nordaner Info, Friese, 5. November, nach Wendt. 5. November, hallo. Friese, 5. November, Javiro 160 VfL aus in Langeoog, 5 Minuten östlich, 1000 Fuß zum Aufsetzen durchstarten. 700 Fuß ist die Platzrundenhöhe. 5. November, hallo, das Gunnar 996, aktiv die 09. Piste 09 habe ich verstanden, QNH bitte wiederholen. Ja, das ist QNH 996. QNH 996, Friese 5. November und Piste 09. Delta Mike Alpha im rechten Querabflug, verlasse die Platzrunde Richtung Süden. Delta Mike Alpha verstanden, tschüss. Vielen Dank für den Service, tschüss. So, Norderney auch abgehakt. Und Seagang 87 dreht in Endanflug auf die Piste 0. Da hinten sehe ich noch mehr Verkehr. Mach mal ein bisschen langsamer. Fliegen hier die Küste entlang. Ah, okay, jetzt sehe ich sie. Ja, es ist verstanden. So, mal auch die Umdrehung ruhig ein bisschen verringern. Und die 84, der Wind. Jetzt 180 Grad mit 5 Knoten. Pfiuiuiui. So. Ich fliege mal hier tatsächlich weiter Richtung Süden, weil der nächste Halt für uns wäre hier Norden. Norddeich, glaube ich, heißt der Flugplatz. Kurz aufpassen, dass ich da nicht in die Platzrunde gerate, deswegen drehen wir da mal schön dran vorbei. Danke fürs Subscriben. Okay, so erstmal weg von dem Flugplatz, der jetzt hier irgendwo rechts von uns liegen müsste. Puh, nehme ich einmal kurz durchatmen. Das ist nämlich alles ganz schön stressig hier gerade. So, hier also Norden Norddeich. So heißt es richtig. Code ist Echo Delta Whiskey Sierra. Echo Delta Whiskey Sierra ist gerade gar nicht besetzt. Okay. Ich meine, es war angekündigt, dass es besetzt sein soll. Ist es aber nicht. Dann fliegen wir einfach direkt weiter. Gelandet und wir haben uns jetzt hier einfach aufgrabe gestellt. Echo Delta Whiskey Juliet. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Echo Delta Whiskey Juliet. Just. Dann der letzte Stopp für uns heute. Wir machen das mal ganz gemächlich. Wir machen hier eine schöne langsame Rechtskurve. Und ich gebe gleich mal hier dann die Einstellungen ein. Echo Delta Whiskey Juliet 120.5. Friese 5. November im rechten Gegenanflug bis 09. 5.0 November. Ah, jetzt ist mir auch klar, Lokalflug, was ich mache, so mit Aufsetzen und Durchstarten, wäre natürlich in echt schwierig. Man müsste und natürlich die Landegebühr immer bezahlen. Ist auch in den Endeflug der Piste 5. Denke ich. Flugzeug im Endeflug Piste 5. Wir halten uns jetzt hier mal auf 2000 Fuß. Bitte, danke, wir haben die Maschine in Sicht und gucken, dass es von Abstand passt. Jetzt hier, da ist Norden, meine ich, dann die Stadt Norden. Ja. Hier. Und unser Ziel ist die Insel dort. Und da dürfen wir zum Einfliegen nur von hier so angeflogen kommen. Auf 600 Fuß. Und ich habe gerade nicht zugehört, was die aktive Piste ist. Egal, wir sind 10 Meilen entfernt. Und wir sind verdammt hoch, vor allen Dingen. Wird also wieder Zeit fürs langsamer Fliegen.
Und ja. So, du kannst schon die Bahn verlassen. Just. Der Kollege verstanden. Ja, die war Charlie. Ja, Charlie, so, du kannst schon wieder. Der Tango X-Ray setzt auf und startet durch, danach in die Rechtsplatzrunde. Rechte Platzrunde? Ja. Der Tango X-Ray verstanden. Düst Info, die Delta Echo Papa Mike Alpha. Schönen guten Abend. Delta Echo Papa Mike Alpha. Düst Info, guten Abend. Delta Echo Papa Mike Alpha, ein VFR-Flug auf dem Weg zum Aufsetzen und Durchstarten in Düst. Aktuell auf 1300 Fuß, ca. 10 Meilen südöstlich der Insel. Delta Mike Alpha, aktive Sitze 25, QNH 6. Richtige 997 und einen FR22 im gerade Piste 25 verlassen und in der Rechtsplatzrunde. Delta Mike Alpha verstanden. Aktive Piste 25 QNH 997 und ich habe den Verkehr in Sicht. Fliege dann direkt in den Endanflug der Piste 25. So, wir sind ein bisschen schnell immer noch. So, mal gucken. Eigentlich mag ich das ja nicht so gerne. Direkt in den Endanflug gehen und so. Und die Delta Tango X-Ray im rechten Gegenanflug der Piste 25 hat den anfliegenden Verkehr, der gleich in den Endanflug dreht, in Sicht. Ich mache extra, verlängere den rechten Gegenanflug, dass es passt. Delta Tango X-Ray und Delta Mike. Sequenzmission, ein Luftfahrzeug, kein Kontakt, 1400 Fuß, scheint den Platz zu überfliegen. Ja, da. Im Westen nach Osten. Delta Mike Alpha verstanden, hab den Verkehr in Sicht und vielen Dank fürs Verlängern. Da ist die Piste, meine ich. Delta Mike Alpha jetzt im Endanflug, Piste 25. Delta Mike Papa, der Wind, Emden 1,0 Grad, Wenkknoten. Delta Mike Alpha verstanden, setze auf, starte durch. Ja, und das ist die Piste. Okay. Ja, der überfliegt einfach den Platz ohne Funkkontakt. Hat er wohl nicht so auf dem Schirm gehabt. Dass hier Event stattfindet. So, mal gucken. Jetzt kommt der Wind natürlich fies von links. Hier ist Info, Friese 5. November, na Wind. Friese 5.0 November, ich wüsste im Vorhof, guten Abend. Friese 5.0 November, ein Jabiro 160 VFR aus Langeoog, 2 Personen, 15 Minuten östlich in 1800 Fuß zum Aufsetzen und Durchstarten. Naja, wir haben die Piste berührt, das zählt. Fahrwerk, Klappen. Und jetzt hat 2 Flugzeuge in der Rechtsplatzrunde. Piste 25 QNH 996 und das letzte habe ich leider nicht verstanden. Friese 5. November. Derzeit ein Flugzeug im rechten Queranflug, Piste 25 und 1 im Queranflug, Piste 25. Ah, okay. Halte Ausschau. Friese 5. November. So. Just Info, hallo, die Binne 11 Alpha. Wir drehen. Ja, einfach Just Info, guten Abend. Servus, die Binne 1 Alpha, circa 5 Minuten westlich vom Platz, eine Turbo Commander zur vollständigen Landung. Turbo Commander. Wieder 1 Alpha, aktive Piste 25, QNH 996. Piste 25 und 996, Binne 1 Alpha.
Delta Mike Alpha, drehe jetzt in rechten Gegenanflug Piste 25 und verlasse dann gleich die Platzrunde in Richtung Norden. Delta Mike Alpha, das ist verstanden. Ich danke für den guten Weiterflug. Vielen Dank für den tollen Service und schönen Abend noch, Delta Mike Alpha. Delta Tango X-Ray, kurzen Endausflug auf die Piste 25, setze auf und starte durch. So. Delta Tango X-Ray, Wind unverändert. Das haben wir auch geschafft. Hier ist Info, moin. Delta Echo Whiskey Alpha Uniform. Delta Echo Whiskey Alpha Uniform, hier ist Info, guten Abend. Delta Echo Whiskey Alpha Uniform, Cessna 172 VfR, Nordernai, Just, aktuell, also eben Just. So, 122.8, wir sind wieder auf Unicom. Hui, und wir haben unsere Aufsetzen- und Durchstarten-Tour abgeschlossen. Wir fliegen zurück nach Wilhelmshaven. Also ich bin immer wieder begeistert, das macht so einen Spaß, diesen an so Infoflugplätze einfach mal zu fliegen und sich mit den anderen Piloten. Das ist ja so ein bisschen wie Unicom, nur dass man doch da noch einen dabei hat, der am Boden sitzt und das Ganze noch ein bisschen koordiniert wenigstens. Und das macht einfach Spaß. Und das ist wirklich toll mal zu sehen, so viel VfR-Verkehr in der Luft und das Miteinander, das ist wirklich, das ist schön, das gefällt mir. Ja, wie gesagt, wir fliegen jetzt zurück nach Wilhelmshaven. Musste mich gerade ein bisschen sammeln. Wir sind jetzt hier, links von uns ist jetzt Jüst immer noch, die Insel. Und wir drehen dann jetzt hier gleich Richtung Süden, fliegen hier an der Verbotszone vorbei in die Bucht, die hier ist. Und dann halten wir uns auf südöstlichen Kurs über Land hier an Aurich vorbei. Und dann geht es direkt nach Osten, zurück nach Wilhelmshaven. Das ist zumindest mein Plan. Muss ich nur darauf achten. Ich sehe hier auf der Karte, dass Verbotszone hier endet über so ein Stückchen Wasser, was da ist, ein See oder so. Den versuche ich gleich mal zu finden und dann fliegen wir darüber hinweg. Und dann hier in diese Bucht. So, da vorne sehe ich noch einen VfR-Verkehr. Wir steigen noch mal ein bisschen höher, wir gehen wieder auf 2000 Fuß. Da ist das Stückchen Wasser, was ich überfliegen will. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind höher als der andere Verkehr da. Wir dem natürlich jetzt nicht direkt vor der Nase kreuzen. Wir halten uns mal hinter dem. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass er jetzt hier im Moment schlagartig die Nase hochreißt. Ja, und ich habe für mich mitgenommen heute, landen bei 9 Knoten Querwind, Seitenwind, das muss ich auf jeden Fall nochmal üben. Das war ganz schön doller abenteuerlich. Obwohl ich glaube, Aufsetzen und Durchstarten da nochmal schwieriger ist, für mich zumindest, als tatsächlich landen. Dann würde ich da einfach auf die Bremse treten, die Nase runterdrücken und huch, da ist ein Helikopter. Oder? Nee, ein Flieger. Den habe ich fast gar nicht gesehen. Haben wir uns fast über den Haufen geflogen. Hier ist ja was los. Okay. So, nicht zu hoch steigen. Sonst kommen wir gleich wieder in die. Nur noch sind wir ein Stück davon weg, aber nachher würden wir dann in die Transponder Mandatory Zone kommen. Die will ich erstmal umfliegen. Da oben auch noch IFR-Verkehr und hier sieht man das. Noch ein VFR-Flieger am Blinken. Da habe ich noch gerade einen Blinken sehen. Es ist ordentlich was los. So, Zeit für ordentlich Trim. Wir verringern die Umdrehung und den Schub. Manifold Pressure auf 35. Umdrehung auf 2300 habe ich sogar noch. Und die Mixture verringern wir auch wieder.
Wir können auch mal den Tank wechseln mit Sicherheit. Links ist nicht mehr viel drin und rechts ist noch halb voll. Also die Fuel Pump an. Den Tank gewechselt. Sieht alles gut aus. Fuel Pump kann wieder aus. Jetzt sind wir ein Stückchen unterwegs. Wir brauchen also die Landelichter auch nicht mehr. Und versuchen jetzt hier die 2000 Fuß mal zu halten in Ruhe. Uiuiui. Das war ein ganz schöner Marathon, weil die Flugplätze alle so dicht beieinander gelegen haben, dass ich da kaum Zeit hatte, mich mal ein bisschen zu sammeln. Und mir wirklich Gedanken zu machen, was mich am nächsten Flugplatz erwartet. Aber hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Schwerpunkt für mich war eh das Funken und da bin ich ganz zufrieden. Und ich finde auch schön, dass die Controller größtenteils ja so super entspannt waren. Also das ist immer wichtig, gerade wenn man so ein Event hat. Ich meine, gerade VfR ist immer noch im Flugsimulator und im, vor allen Dingen auf Wetsim immer noch so ein bisschen Nischenprodukt sozusagen. Also gerade auf Wetsim. Im Flugsimulator gibt es bestimmt viele, die auch mit den kleinen Maschinen die Welt erkunden, aber auf Wetsim sind es noch eher wenige. Und da ist dann auch schön, wenn da so ein bisschen Verständnis herrscht auf allen Seiten, dass einfach die Gelegenheit zum Üben gerade an unkontrollierten Plätzen eben sehr selten gegeben ist. Von daher. Ist das schon ganz gut so. Wir hätten sogar Lang Radar online oder den Fluginformationsservice von Lang. Den nutze ich aber heute nicht, weil wir haben jetzt nur noch 20 Meilen, dann sind wir schon wieder in Wilhelmshaven. Und Hannover hat heute auch einen Eventtag, da ist jede Menge los. Wenn wir noch bis Hannover fliegen würden, dann würde ich das nutzen, dann würde ich das mal ausprobieren. Wobei ich aber sagen muss, so ein Fluginformationsservice ist halt leider auf Wetsim nicht so praktisch wie in der Realität, weil sowas wie Wetterinformation, also ja, er kann mir zwar Wetterinfos geben, aber ob die wirklich stimmen, ist eine andere Frage, weil ob das so im Simulator aussieht, wie das, was er erwartet, ist nochmal was anderes und unerwartete Ereignisse wie Waldbrände oder sonst sowas gibt's halt auch nicht. Also, ja, Verkehrsinformationen, die kann er mir liefern. Aber dafür ist eigentlich nicht genug Verkehr. So, wir sind hier in der Bucht gleich angekommen. Hier fliegen wir dann einen Kurs von 1,06 Grad, bis wir eine größere Stadt finden. Das ist dann Aurich. Und ich programmiere in der Zwischenzeit schon mal hier Echo Delta Whisky Info, den Turm. Das ist Wilhelmshaven. 129,250. So, ich wechsle dabei jetzt noch nicht hin direkt. So, wie gesagt, jetzt Kurs 1,06 in etwa. Da ist 9,0. Und so ist er gerade unter der Flagge verschwunden. So, 1,20 ist hier, 1,0 ist da, 1,05, 1,06 müsste so in dem Bereich liegen. Nun, da drückt mich der Wind ordentlich rüber, habe ich das Gefühl. 28 Knoten Wind habe ich hier auch angezeigt. Das entspricht hier im Simulator mal wieder nicht dem, was wir in echt haben. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich da wie wild durch die Gegend geblasen werde, wenn ich anstatt der angekündigten 9 tatsächlich mit 20 Knoten Seitenwind lande. Aber na gut. Hoppala. So, wir fliegen jetzt trotzdem gleich tatsächlich in die Transponder Mandatory Zone ein. Wir sind jetzt gerade hier. Hier ist die ab 2500. Hier ist die aber ab 1000 Fuß, meine ich. Im inneren Ring, oder? Ab 1200 Fuß. Da sind wir drüber, das heißt, wir müssen gleich den Transponder einschalten und zwar auf 44
72, das habe ich vorher mal nachgeschaut online. Also Transponder auf 4472 und es wird dringend empfohlen auf, ich weiß nicht welcher Frequenz, zu hören. Die Frequenz wird aber hier nicht bedient auf Wetzim gerade, von daher können wir da ruhig auf Unicom oder eben gleich auf Wilhelmshaven Forum oder im Wilhelmshaven Info bleiben, besser gesagt. Und ich sehe gerade auf der Karte, dass wir ganz schön doll abdriften vom Kurs durch den starken Wind. Versuchen es mal mehr in dieser Richtung. Oh. So, sorry, da bin ich wieder. Ja, ich wollte mir hier das mal wieder im GPS kurz einprogrammieren, damit ich weiß, wie weit wir noch entfernt sind. Bisschen auf die Höhe achten dabei. Halt, bevor ich das tue, den Transponder-Code einstellen, den ich gerade gesagt habe. 4472. So, und dann kann ich hier in Ruhe programmieren. Echo. Delta. Whisky. India, Wilhelmshaven, noch 25 Meilen entfernt und die Frequenz hatte ich gerade eingestellt, dann habe ich ja am Rädchen rumgespielt aus Versehen. 129,50. 129,50. Dann lauschen wir mal, was da so los ist. Kurzer Blick auf die Karte. Vor uns irgendwo müsste jetzt Aurich auftauchen. Von da aus fliegen wir einigermaßen genau Richtung Osten. Ich glaube, das hier wird Aurich sein. Ja, wir haben jetzt hier fast 30 Knoten Seitenwind. Wilhelmshaven Info, moin, November 37, Papa Alpha. November 37, Papa Alpha, Wilhelmshaven Info, moin. Die November 37, Papa Alpha, jetzt noch circa 15 Meilen südlich des Platzes, eine Cessna 414 zur Landung. November Papa Alpha, verstanden, die aktive Piste 2.0 der QNH 996 und aktuell eine weitere Maschine in der Platzrunde. QNH 996 und Piste 2.0, November 37 Papa Alpha. So, da muss ich kurz einschreiten. Aktive Piste 2.0, die Delta India Echo Romeo Kilo. Delta India Echo Romeo Kilo, Wilhelmshaven Info, moin. Moin, die Delta India Echo Romeo Kilo, ne Cessna 414 VFR über Dutop, jetzt noch 3 Minuten südlich des Platzes der Mittellandeinformation. Delta Romeo Kilo, die Piste 2.0, der QNH 996 und eine vorausfliegende Maschine, auch eine Cessna 414 und noch eine weitere Maschine in der Platzrunde. Jo, der gehört zu mir, genau. Die Piste 2.0 ist Gorken, QNH 996. Ja, Aurich unter uns. Was ich gerade sagen wollte, also aktive Piste ist 2.0, das ist die hier, also die von Nord nach Süd verläuft.
Und das hier wäre dann eine Linksplatzrunde für uns. Ich würde die dann aber gerne, ja, von der Seite kommend einfliegen. Das heißt, wir werden uns gleich ein bisschen südlicher halten, hier Richtung Zetel. Und da dann, von da aus dann in den, direkt in den Gegenanflug einfliegen. Klingt nach einem Plan, oder? So machen wir das mal. Hoppala, ich muss hier ein bisschen auf meine Höhe achten. Aber dann können wir hier auch gleich aus der Transponder Mandatory Zone raus. Wenn wir uns jetzt ein bisschen südlicher halten. Und dann mal lauschen, ob der. 37 Papa Alpha, Gegenanflug 2-0. Ja, ob der anfliegende Verkehr, der sich da angemeldet hat, schon vor uns auch landet. Und jetzt kein weiterer Verkehr mehr. Kein Verkehr, November Papa Alpha, danke. So, Platzrundenhöhe waren, glaube ich, 800 Fuß hier. Ja. Okay. Kriegen wir hin. Ja, so bei Zetel, wie es da so schön heißt. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Da sieht bestimmt noch so. Das ist ein bisschen knapp, vielleicht sind vielleicht nur noch so 5 Meilen südlich des Platzes dann. November Papa Alpha dreht einen links quer 2-0. November Papa Alpha, der Wind 170 Grad mit 7 Knoten. Dankeschön. Ja, okay. Die sind also schon im Gegenanflug, dann passt das ja. Dann komme ich denen nicht in die Quere. Und wir können das hier ganz gemütlich machen. Schön flaches Land hier. Kein Berg, weit und breit. Einen Kanal haben wir hier. Morgen vor Delta Echo Delta Alpha Juliet 1. Ems Jade-Kanal. Wir kommen ja auch, Wilhelmshaven liegt ja auch am Jadebusen. Wir sind hier auf der Frequenz von Wilhelmshaven Info. Oh, sorry. Alles gut. Und die Delta Romeo Kilo, linker Gegenanflug, Piste 2-0. Delta Romeo Kilo, verstanden. November Papa Alpha, Hinterflug 2-0. November Papa Alpha. So, nur noch 12 Meilen. Da hinten sehe ich auch schon wieder das Meer am Horizont. Delta Romeo Kilo links quer 2-0 vorausfliegende Maschine in Sicht. Delta Romeo Kilo verstanden. Wind 180 Grad, 5 Knoten. Kurz kontrolliert, was der Spritverbrauch sagt, aber sieht alles gut aus. Hoppala. Wilhelmshaven Info, moin. Delta Echo, Oscar Papa Alpha. Delta Echo, Oscar. Delta Echo, Oscar Papa Alpha, Wilhelmshaven Info, moin. Delta Echo, Oscar Papa Alpha, Cessna Skyhawk, eine Person, VFR nach Jüst. Delta Papa Alpha, verstanden, der Kuna 996, die aktive Piste, die 2-0. Aktive Piste 2-0, QNH 996, Delta Papa Alpha. So, wir melden uns jetzt mal. Wilhelmshaven Info, moin, die Delta Echo Papa Mike Alpha. Firma Tank. Das waren zwei Stationen auf einmal.
Dann gern die andere. Ja, November Papa Alpha rollt über Taxiway Charlie zur Firma Tank. November Papa Alpha, verstanden. So, und jetzt die nächste. Delta Echo Papa Mike Alpha, moin. Delta Echo Papa Mike Alpha, moin, wir sind auf den Info. Delta Echo Papa Mike Alpha, VfR-Flug nach Wilhelmshaven, aktuell auf 2000 Fuß, ca. 10 Meilen südwestlich von Wilhelmshaven zur Landung. Delta Mike Alpha, verstanden. Wir haben die Piste 2.0 in Betrieb, der Kunan 996 und aktuell eine weitere Maschine in der Platzrunde. Delta Mike Alpha verstanden, aktive Piste 2.0, QNH 996. Ich sinke dann auf 800 Fuß und fliege in den Gegenanflug Piste 2.0. Delta Mike Alpha verstanden. So, dann gucken wir mal, ob wir die andere Maschine irgendwo sehen. Und wir halten jetzt hier gerade Kurs in Richtung der Platzrunde. 800 Fuß waren richtig, oder? Ja. Gut, dann machen wir schon wieder mal ein bisschen langsamer. Da hinten sehe ich den Verkehr, glaube ich. Delta Papa Alpha, Rollhalt 2.0, abflugbereit. Delta Papa Alpha, verstanden. Würde Sinn machen, noch kurz zu verzögern, dass die Delta Mike Alpha sich noch sauber in den Gegenanflug einreihen kann, ohne dass er euch zu nah auf die Pelle rückt. Ich gebe dann Bescheid. Kein Problem, Delta Papa Alpha. Ja, vielen Dank. Sehr freundlich. Ist ja nicht so wie eben bei dem Amerikaner. Ja, da habe ich dann irgendwann auch gedacht, so, nee, also die Online-Schulung auf der Frequenz wird schwierig. Wilhelmshaven-Info, Friese 95, moin. Friese 95, Wilhelmshaven-Info, moin. So, Landelichter können wir wieder anschalten. 95, Propeller auf voll, Mixture auf voll. Von der Jüss, aktuelle Position Brake, 3300 Fuß, für ein Touch-and-Go in Wilhelmshaven. Bitte Anfluginformationen. Friese 95, die Piste 2.0 in Betrieb, der Kona 996 und aktuell zwei Maschinen der Platzrunde. Aktive Piste, die 2.0, QNH 996. Da ist die Piste. Und Kastenverkehr, Friese 95. So, jetzt kann er gern starten. 800 Fuß versuchen wir zu halten. Delta Mike Alpha, drehe gegen Anflug, Piste 2.0. Delta Mike Alpha verstanden und Delta Papa Alpha, dann kannst du jetzt losgehen. Okay, Delta Papa Alpha, starte auf Piste 2.0. So, wir fahren schon mal das Fahrwerk aus. Und ein paar Klappen. Schöner Blick nochmal auf Wilhelmshaven. Und wir müssen tatsächlich noch bis in das Hafenbecken da fliegen, bevor wir in den Queranflug drehen. Was sagt der Wind? 13 Knoten, 12 Knoten auf der Höhe. Da ist die Piste. Ein bisschen trimmen hier. Wilhelmshaven Info, Delta Echo Mike Kilo Oscar, guten Abend. Delta Echo Mike Kilo Oscar, Wilhelmshaven Info, moin. Delta Echo Mike Kilo Oscar, 12 Meilen, Cessna 172, 12 Meilen nördlich von Wilhelmshaven, 1500 Fuß. Wir würden gerne einmal aufsetzen und durchstarten in Wilhelmshaven.
Delta Kilo Oscar, verstanden. Die aktive Piste 2.0 der QNH 996, aktuell drei da Maschinen ich was gesehen, von ich? In der Platzrunde oder im Anflug drauf. Aktive Piste 2.0, QNH 996, erbitte Einflug in den direkten Endanflug, Piste 2.0, Delta Echo Mike Kilo Oscar. Delta Kilo Oscar negativ mit drei Maschinen der Platzrunde, bitte nicht. Verstanden, Delta Mike Kilo Oscar. Delta Mike Alpha, drehe Endanflug, Piste 2.0. Delta Mike Alpha, verstanden, Wind 180 Grad, 6 Knoten. Delta Mike Alpha, lande. So. Hier vom. Das sieht aus wie ein Hotel. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Aussicht hier auf die anfliegenden Maschinen. Danke und tschüss. Delta Papa Alpha, verstanden, guten Flug, ciao. Opa. Opa, opa. Na, da ist mein Bruder ein bisschen sehr empfindlich, glaube ich. Delta Kilo Oscar, nur zur Bestätigung, weil wir fliegen das erste Mal mit so viel Verkehr hier in der Platzrunde. Wir fliegen in den Gegenanflug der aktiven Piste, korrekt? Ah, geschafft. Delta Kilo Oscar, ja, im Prinzip östlich des Platzes halten und von dort dann in den Gegenanflug einfliegen, so ziemlich platzmittig. Delta Kilo Oscar, verstanden, wir halten uns östlich des Platzes und dann in den Gegenanflug der Piste 2.0 mittig des Platzes. Perfekt, danke. Delta Mike Alpha, Piste verlassen, Rolle über die Piste 3-4 und Charlie zum Parken. Delta Mike Alpha, verstanden. Hui, gut. Ja, während wir jetzt hier noch zum Parken rollen, danke ich euch schon mal, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gern ein Like, wenn ihr das gerade auf YouTube seht. Ansonsten, der Flug hat hier live auf Twitch stattgefunden, wie die meisten meiner Flüge. Mein Twitch-Profil ist auch auf YouTube in der Videobeschreibung verlinkt. Da würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch live mit dabei seid. Natürlich danke an alle, die jetzt gerade live mit dabei sind. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, war spannend. Da sind wir aber wieder hier in Wilhelmshaven und ich suche mir jetzt ein hübsches Fleckchen zum Parken. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, dann abonniert gern den Kanal auf YouTube, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier am besten parke. Ach, ich parke hier einfach direkt neben der großen Maschine da hinten. Und ich habe vergessen, ich habe hier noch mein Collision Lights und so an. Die können wir mal ausschalten. So. Willens Hafen Info, Christoph 26, hello again. Christoph 26, Willens Hafen Info, welcome back. Airborne Krankenhaus Sonder Destination, ist Langeoog. So. Request to leave. Gut. Dann Motor aus. Christoph 26, no traffic in the Licht aus. Destination area where you want to fly, so everything's fine. Copy. Christoph 26. Ist auf jeden Fall ordentlich was los. Gut. Sagen, das war's für heute. Danke auch an dieser Stelle an all die Controller, die sich heute Mühe gemacht haben, mal ein paar Infoplätze zu besetzen. Das finde ich immer super. Ich gucke gerade, ob ich hier zufällig ein Restaurant sehe oder eine Kneipe oder so. Aber ich glaube, das sieht hier gar nicht so gut aus in Wilhelmshaven. Vielleicht da hinten. Gut, ansonsten nehmen wir uns ein Taxi, fahren in die Stadt und gönnen uns da ein leckeres Feierabendbierchen oder sowas. Und ja,
wie gesagt, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ich freue mich dann, euch bald wiederzusehen. Macht euch bis dahin noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.